9. ist Sessionsstart und wer das gar nicht abwarten kann. Vorher gibt es die Interkarneval, nämlich Freitag bis Sonntag. Und da gibt es ja jede Menge Kostüme. Wir haben uns gestern schon sagen lassen, Wikinger, dass das Wikinger-Kostüm extrem in ist. Dieses Jahr, also nicht Indiana Jones, ne, ist out. Wikinger ist in. Und die Leonie hat sich genau aus dem Grund mal auf den Weg gemacht und hat einen Kostümhersteller besucht. Ne? Genau, und zwar im Westerwald. Viel Spaß. Hallo liebe Zuschauer, die Sonne scheint, es ist Sommer und bis zum 11.11. ist es in der Tat noch ein bisschen Zeit. Aber bei den Kölnern, da schlägt ja irgendwie immer das Karnevalsherz ein bisschen höher. Vor allem jetzt am Wochenende zur Interkarneval. Und einer der größten Aussteller ist die Ahrens Textilhandels GmbH. Und was die jetzt für Vorbereitungen treffen müssen, das schaue ich mir mal an. Ich bin jetzt mal hier reingegangen. Bei mir steht der Herr Ahrens, das ist der Geschäftsführer der Ahrens Textilhandels GmbH. Genau, hallo. Exakt. Hallo. Sie stellen auf der Interkarneval aus. Wie können sich die Zuschauer denn vorstellen? Was genau stellen Sie aus und inwiefern haben Sie schon im Vorfeld vorbereitet? Also wir stellen aus Stoffe, Kostüme und Zubehör für Karneval, Bühne, Show und Tanz. Vorbereitet haben wir die neue Kollektion für 2008/09 und die möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal dahin. Okay. Herr Ahrens, hier sieht man wunderschöne Kleider. Sind das alles auch Ausstellungsstücke für die Interkarneval? Zum großen Teil ja. Zum Beispiel diese Gruppe, die wird vorne im Eingangsbereich auf der Messe präsentiert werden, aus unserer Kollektion für Prinz und Prinzessin. Zudem Dreigestirn, Kinderkostüme für Prinz und Prinzessin und das ganze Zubehör, was wir dazu brauchen. Wie teuer ist so ein Kostüm? Das geht bei 1.300 Euro los und hat nach oben keine Grenzen. Kann man die auch jetzt auf der Messe kaufen dann? Die kann man auf der Messe auch kaufen, aber das sind eigentlich nur Ausstellungsstücke. Wir nehmen dann auf der Messe Maß und danach fertigen wir die Kleidung an. Aber es gibt ja auch noch viel, viel mehr Kostüme, die man auf der Interkarneval sehen kann. Ich glaube, die sehen wir im nächsten Raum, oder? Ja, da können wir jetzt auch gerne mal hingehen. Machen wir das. Hier möchte ich Ihnen unsere Gardekostüme zeigen. Bitte voran. Und zwar sind hier einige neue Modelle, die wir in Köln präsentieren, dabei. Das ist zum Beispiel jetzt hier vorne das Blaue. Das hat also eine etwas schmalere Silhouette. Da sind eingelegte Kellerfalten drin. Wenig Petticoat oder gar keine. Hier zum Beispiel ist gar kein Petticoat. Hier haben wir ein Kostüm mit einem ganz schmalen oder weniger langen Petticoat. Dass die Silhouette also immer etwas schmaler bleibt. Das ist heute jetzt der neue Trend. Woher kommt dieser Trendwandel? Der kommt über den Tanzsport, weil da die Aktiven im Moment dazu übergegangen sind, diese Sache etwas weniger füllig zu machen, damit sie sich besser bewegen können. Wie viele Kostüme, weil es sind ja hier sehr, sehr viele, werden die alle auf der Messe ausgestellt? Wie viele werden insgesamt ausgestellt? Da werden schon 80% von auf der Messe zu sehen sein. Wie lange muss man denn, wenn ich mir so vorstelle, die ganzen Kostüme, wenn die alle hergestellt werden, wie lange dauert das denn, diese ganze Vorbereitungszeit, und wie viele Leute sind da dran beteiligt? In der Vorbereitung jetzt für die Muster sind 4 Leute 2 Wochen ungefähr mit den Mustern beschäftigt. Ja, und dann auf der Messe mit dem Aufbau und mit allem drum und dran sind da locker 25, 30 Leute zugange. Jetzt gibt es ja nicht nur diese Tanzmariechen-Kostüme, es gibt ja auch normale Kostüme für jedermann. Wohin geht denn da der Trend? Ich habe gehört, Wikinger-Kostüme sind jetzt sehr im Kommen durch diesen Wiki-Film. Durch dieses Casting von Wiki, wo da ja der Film kommen soll. Und da haben wir einige neue Modelle gemacht, die dann auch auf der Köln-Messe ausgestellt werden. Unter anderem dann auch bei dem Fotowettbewerb, der dann für jedermann frei zugänglich ist, auch mit präsentiert werden. Ja, und außerdem hatten wir dann noch Trends, ich sag mal so in Sachen Flieger, Red Baron war ein Thema. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die zwei bestimmenden Themen. Also die Zuschauer, die jetzt auf die Messe kommen, die Besucher, die können da auch die Kostüme dann einfach anprobieren und dann mitnehmen? Also wir zeigen nur Muster. Wir haben nur eine Musterkollektion, wir verkaufen Kostüme nicht direkt ab. Die Leute müssen dann also hinkommen, sehen das Kostüm, finden das toll, dann müssen die hier hinkommen, oder? Dann müssen die nicht zu uns kommen, dann können die, ins Internet gehen, www.karnevalshop24.de. Da ist die ganze Kollektion frei zugänglich und auch käuflich.
Und die Sachen, die Fertigkostüme wie Vicky, Red Baron, die sind innerhalb von 24 Stunden lieferbar. Liebe Zuschauer, wenn Sie es am Wochenende nicht zur Interkarneval schaffen, dann habe ich jetzt noch was für Sie. Ich werde jetzt mal ein paar Kostüme anprobieren. Vielleicht finden Sie ja noch was, was Ihnen gefällt. Dann kommen Sie doch einfach mal hierher. Hier finden Sie bestimmt auch noch ein Kostüm. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass wir uns hier mal umschauen durften und wünsche Ihnen ganz viel Spaß auf der Interkarneval. Dankeschön. Und ich gebe jetzt zurück ins Studio. Tschüss. Süß als Mariechen. Der Leonie steht alles. Ja. Süß. Und falls Sie Zeit haben sollten, am Wochenende zu Interkarneval zu fahren, es gibt Karten bei uns zu gewinnen. 5x2 Karten. Einfach eine E-Mail an info@centa.tv mit dem Stichwort Interkarneval. Ja, es geht gleich weiter mit der Grillwoche, mit dem Heimatreporter und, was haben wir noch? Wochenfädel, Weiden, Alex Mink, Golf.